Mit 37 verschiedenen Sorten verfügt die Europa 2 über die größte Gin-Auswahl an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und bald kommt ein ganz besonderer dazu. In Kooperation mit der Altona Spirituosenmanufaktur ist ein einzigartiges Produkt mit einer tollen Geschichte entstanden. Das ist Cruzeiro do Sul. Cruzeiro ist portugiesisch und bedeutet Kreuzfahrt. Und Cruzeiro do Sul heißt Kreuz des Südens. Das ist ein Sternbild. Und wir machen 2000 Flaschen von einem fassgelagerten Gin, der in 4 Moscatel de Setúbal-Fässern gereift ist. Und diese Fässer sind von Hamburg aus auf der MS Europa 2 nach Lissabon gefahren. Der weitgereiste Gin wird nun in Hamburg in 2000 Flaschen abgefüllt. Die Kooperation entstand auf einem Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten-Event und Julian Pfitzner, Leiter des Produktmanagements der Europa 2, war von Anfang an dabei. Ich habe auf dem Schiff meinen ersten Gin Sul getrunken und spaßeshalber gefragt und gesagt, wir könnten aber was zusammen machen. Die neue Kreation besticht durch einen einzigartigen Geschmack. Bei einem fassgelagerten Gin, da schmeckt man natürlich Barrique, also Eichenholzfass. Und dann kommt bei Cruzeiro do Sul noch Moscatel dazu, also dieser Dessertwein, der früher in den Fässern war. Und das Ganze wird abgerundet durch so einen karamelligen Vanilleton. Und jetzt wird Selbsthand angelegt. Der Cruzeiro do Sul kann abgefüllt werden. Ich ahne, man nimmt so eine Flasche. Genau, steckt sie hier rüber. Mit Schmackes sozusagen, richtig rein, rauf und hoch. Zack. Genau. Nächste gleich. Achso, ja. Stefan Gabel konnte sich selbst als Genusshandwerker von dem großen Gin-Angebot auf der Europa 2 überzeugen und die Begeisterung der Passagiere für sein Produkt gefällt ihm. Ja, ich bin sozusagen mit den Fässern an Bord gegangen und habe dann mit den Gästen und auch mit der Bar-Crew zusammen Gin-Workshops gemacht. Und wir haben dann in einem Miniaturmaßstab Gin destilliert, einfach um auch mal das Prinzip des Wacholdergeistes Gin zu erklären. So, 1500, bitteschön. Steht nur noch die Frage offen, was mit der Special Edition nun passiert. Das riecht aber auch wirklich hervorragend. Ne? Wir werden ihn im Herrenzimmer anbieten. Das ist ja die größte Gin-Sammlung auf See. Und da wird er einen prominenten Platz bekommen. Er wird aber auch, da er etwas ganz Besonderes ist und auch die Europa 2 nur eine kleine Menge davon haben wird, werden wir ihn in besonders hochwertige Cocktails einarbeiten und unseren Gästen anbieten. Ende der Woche liefern wir die ersten Flaschen aus oder Anfang nächster Woche und dann kriegt man die in guten, sehr guten Bars, in tollen Restaurants, auf der MS Europa 2 selbstverständlich. Limitiert und mit einer besonderen Geschichte präsentiert sich der neue Cruzeiro do Sul schon bald den Gästen der Europa 2. Thank you.